Guten Morgen, ihr Lieben. Erste Butterpause. Und ich habe gleich mal die Wildtierkamera geholt. Ja, ist leider nichts drauf. Ja, und vom Wetter her sieht es auch nicht so gut aus. Hat gerade geregnet. Ja, also dieses Jahr ist mit Solarladen echt schlecht. Ja, kann man nichts machen. Letztes Jahr war es ja echt perfekt. Aber so ist es halt, ja. Und deswegen der Plan jetzt, runterfahren zum nächsten Ort, denn da ist zufällig eine Ladesäule. Dann haben wir erstmal 2 Stunden alles voll. Oh, wahrscheinlich wird es sogar 3 Stunden dauern. Und dann geht es weiter bei Gießen da lang Richtung Frankfurt. Ja, und hier gibt es jetzt erstmal Frühstückchen. Guck mal, heute gibt es erstmal Käsebämme. Käffchen, da sitzt hier drauf auf dem Trang. Ja, da kommt ja auch nicht in Jange, denn es ist auch relativ kühl. Ja, es sind gerade mal 8,8 Grad. Es ist übrigens erst 6.22 Uhr. Ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen. Und hier ist auch schon irgendwie so ein Barren lang gefahren. Naja, gut. Fahren wir runter, machen noch ein kleines Schläfchen unten. Irgendwie habe ich hier unten Wassereinbruch. Seht ihr das? Das ist der Radkasten. Kommt irgendwie überall Wasser durch. Ja, meine Jacke ist nämlich hier nass. Wird auch nicht trocken. Ich glaube, ich hätte die Standheizung doch dran lassen sollen. Wäre vielleicht doch besser gewesen. Hier hinten fangen sie jetzt auch an, Rasen zu mähen. Ja, ich werde hier abhauen, so schnell wie es geht. Bin gerade am Verräumen hier. Ja, wird ganz schön eng hier drin mittlerweile. Irgendwie muss es gehen. Lass uns mal das hier noch hier ran machen, den Kaffee. Ja, hier, den Käse kommt hier hinten. Die Matte ist total nass. Oh, das ist was hier. Ich mache gerade die Stütze runter und gucke mal, was hier für ein Regenfall kommt. Da oben. Oh, wir sind total nass geworden. Ich habe erstmal hier wieder vom Friedhof Wasser geholt. Ja, und auch hier mähen sie Rasen. Ja, und René, René ist zwar hart, aber seine Ruhe will er haben. So weiter geht's. So, bin jetzt unten an der Hauptstraße, ich werde es nicht loben. Gestern Abend ist ja hier ein Bus nach dem anderen lang gefahren und jetzt schon nur eben immer. Hier gibt es sogar einen super Radweg. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich fahre ein kurzes Stück vom Zubringer zu so einer, zu der Bundesstraße. Unglaublich, was hier an Verkehr ist. Das ist Berufsverkehr. Wie gesagt, kurzes Stück. Ja, die wollen halt alle hier drauf. Guck mal. Ich glaube, hier unten ist sie. Ja, da. Da ist sie. Hier einer liegen geblieben, Reifenpfanne. Ja, hier ist unheimlicher Verkehr, halt hohe Bevölkerungsdichte hier. Hier sind wir. Da ist die Ladesäule. Da ist aber weiß, schon wo ein Bus. Ich habe gerade eben die Kamera an. Also hier fahren viele Busse. Na ja, gut. Bin ja beim Bürgerhaus in dem Ort hier. Müssen wir da mal gucken, wie der heißt. Und lade hier. Funktioniert alles gut. Regen hat auch halbwegs aufgehört, das ist auch gut so. Und ja, wie gesagt, habe hier alles angeschlossen. Oh, meine Tüte ist ein bisschen hoch hier. Ich kann das natürlich auch ein bisschen von dem Nieselregen. Ja, hier lädt alles. Eine sehr gute Ladesäule, Stadtwerke Marburg. 7.43 Uhr ist es. Naja, gut, okay. Ach so, ja, und hier bin ich selber eben fast wieder durch den Grußtest durchgefallen. Die hat ein junges Mädel guten Morgen gesagt. Rechnen ist hier auch nicht mit. Ich gucke mir jetzt Andreas Komi, habe ich ihn gerade getauft, Komis Video an. Ja, und hier gibt es erstmal ein Käppchen. Drang, der läuft schon. So, setzen wir mal das Wasser rauf. Ja, wie ihr schon gehört habt, das hier ist der Ort Ginseldorf. Ich kann euch ja mal die Karte einblenden. Ja, und ja, Käppchen. Und hoffen, dass das Wetter besser wird. Immer noch bewölkt. Zum Glück hat es aufgehört mit Regnen. Ist jetzt noch ein Abschiedskaffee. Obwohl der Abschied dauert noch ein bisschen. Lad jetzt hier so noch eine Dreiviertelstunde. Da sind 4 Stunden rum. Akkus werden dann wahrscheinlich nicht ganz voll sein. Zumindest der große nicht. Aber ich fahre dann weiter. Weil es ist mittlerweile 10 vor halb 11. Draußen 13 Grad. Ja, Wetter sieht besser aus. Aufgehört mit Regnen. Und ja, wird ein bisschen besser Wetter, ja. Nachher soll auch die Sonne rauskommen. Dann können wir mit Solar ein bisschen nachladen. Ja, mache ich nicht mehr allzu lange hier und dann düsen wir los.
Machen wir mal Klappe zu hier. Dann geht's weiter. Akkus sind ganz voll oder fast voll, sagen wir mal zu 90%. Ja, und jetzt kann es weitergehen. Mal gucken, wie viele Kilometer ich heute schaffe. Anvisiert sind so 60. Schauen wir mal, ob es so klappt. Bin jetzt in Marburg-Bauerbach. Ja, vom Verkehr her geht es jetzt. Uhrzeit ist jetzt 11.30 Uhr. 13 Grad. Ja, ersten 1,5 Kilometer von der Ladesäule haben. Bin gerade über die Bundesstraße hinweg, die Richtung Marburg führt. Ja, hier rechtzeitig bzw. von euch bis das Linkseite ist Marburg. Hinter dem Hügel da ist Marburg. Für uns geht es jetzt hier weiter. Richtig schöne Landschaft. Schaut euch das an. Da hinten so ein kleiner Hügel mit einer Burg oder Schloss drauf. Richtig cool aus. Ja, jetzt geht es für mich erstmal bergab hier. Denn da hinten wieder nach oben. Schaut euch das an. Enduro in seinem Element, schöne Berge. Müsste ich noch schaffen hier mit dem Wohnwagen. Der ganz schön schwer ist. Der muss jetzt schon so 125 Kilo haben. Hab noch ein paar Bier vom Fahrradwohnwagen treffen mitgenommen. Und ja, das ist gestern hier die Gummitiere, das wiegt ja alles. Boah, schwer die Kiste. Der Nahverkehr funktioniert hier um Marburg rum gut. Ja, wie ihr seht, schon wieder ein Bus. Marburg Meuscht. Welche tolle Häuser hier noch gewesen im Ort. Bei Marburg hier. Jo, knapp 10 Kilometer haben wir runter seit der Ladesäule. Ja, bis dahin waren es ja auch 5. Also haben wir jetzt schon knapp 15 Kilometer. Muss ich hier noch auf eine etwas breitere Straße fahren. Dachte schon fast, das ist eine Bundesstraße, aber nee, eine ganz normale Landstraße, sowieso. Aber ich habe gerade noch mal geguckt. Nö. Ja, Radweg leider nicht da. Wir haben die ersten 20 Kilometer geschafft. Ja, da war so ein kleiner Berg. Hier geht es auch aktuell nach oben. Bin jetzt hinter dem Ort Leidenhofen. Kann euch die Karte noch mal einblenden hier. Ach so, im nächsten bald Pullerpause. Ich muss schon die ganze Zeit pullern, schon beim Laden. Aber war nichts. Ich bin wieder richtig hoch, ganz schön matschig hoch. Jetzt komme ich auch nicht zu meiner Pause hier. Hier ist der nächste Weg, da seht ihr, guckt mal, wie steil es da hoch geht. Ich komme jetzt schon kaum vorwärts. Boah, Motor hat da schon noch 100 Grad. 107. Ich kämpfe mich erstmal hoch. Von hier oben sieht es denn doch ganz schön steil aus. Also. Oh, der Berg hat es in sich gehabt. Seht ihr, da kommt jetzt mal ein Auto. Pullerpause beendet und das Geschäft auch gleich erledigt. So, weiter geht's. Ich bin jetzt in Winnen, das ist bei Stadt Allendorf. Richtig schön aus da hinten, guckt euch das an. Ja, schaut euch das an, Wahnsinn. Guck mal hier runter ins Tal, das sieht ja ganz toll aus. Das ist das Gute, wenn man oben auf dem Berg ist. Man kann schön runtergucken. Hier geht es jetzt runter nach Stadt Allendorf. Ja, meine Bremsen können mal wieder zeigen, was sie können. Hab Rekuperation noch an. Und die Bremsenstraße sind ja auch nicht so dolle. Guck mal, Yassin, wir müssen geradeaus.
Ey, die Berge heute steiler wie gestern, Wahnsinn. Habe ich gar nicht mitgerechnet hier bei Gießen. Drehte volle Hütte mit rein. Motor hat schon noch 110 Grad. Macht da noch volle Hütte hier, 1000 Watt. Ey, ich hoffe, ich schaffe das. Hab's jetzt geschafft. Regen ist eindeutig zu schwer. Letztes Jahr bin ich ja, wie gesagt, super die Berge hochgekommen. Gut, teilweise auch mal gequält, das ging. Aber jetzt, boah, Leute, Motor, oh, ich kann kaum noch reden. Motor hat 123 Grad jetzt. Mal noch eine Büchse, die nehmen wir noch mit. Ich habe nämlich von Komi noch zwei Büchsen. Da haben wir jetzt schon drei. Das sah verkehrstechnisch gut aus. Ah, Richtung Buseck. Buseck 3 Kilometer. Oh, und da hinten kommen schon ein paar Motorradfahrer, wie sieht das an? Schauen wir mal, was da kommt. Schöner Pferdehof hier, guckt mal. Oh, diese gucken. Jetzt noch weiter. Und wir müssen jetzt hier runter. Mal, da geht die Autobahn übers Tal rüber. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist, weil ich die Karte nicht sehe. Das ist die A480. Ja, gleich fahren wir auch runter durch. Sieht doch mal cool aus. Ich wundere mich, warum hier so ein Verkehr ist. Ich bin gerade bei diesem Autobahndreieck hier bei Gießen. Wo es merkwürdig ist, wieso fahren die Leute nicht Autobahn? Hab gerade ein Problem, bin hier bei Buseck. Hier eben diese Landstraße vorne, die war einfach zu befahren. Und dann ist die, eine Bundesstraße hat die geführt. Und das war echt viel zu viel Verkehr da. Die Bundesstraße ist schon so autobahnähnlich. Ja, aber hier habe ich jetzt einen Radweg gefunden. Seht ihr hier R7 Richtung Grünberg. Fahre ich jetzt mal drauf. Die Landstraße hätte mich auf, wie gesagt, eine Bundesstraße geführt hier. Die B49, das ist schon eine halbe Autobahn. Das kann ich nicht fahren. Da oben ist die B49 jetzt. Ja, dann seht ihr, wir fahren hier unten lang. Das ist doch deutlich, deutlich besser. Ich heute schlecht navigiert. Der Radweg geht hier lang, links lang nach Grünberg. Schon unglaublich, da oben ist die Osterraserei und hier wunderschöne Natur. Guckt euch das an. Gerade hier hinter mir eben. Das ist richtig toll. Jetzt fahren wir zur A5. Da ist natürlich viel los. Da oben die A5, guckt euch das an, was da los ist. Ja, und wir müssen jetzt hier drunter durch und dahinter rechts. Oh, und die Holperstein, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Aber lässt sich gut fahren. Leicht überflutet. Aber wir kommen lang. Der Hänger bahnt sich seinen Weg. Riesenkran hier hinter mir, Wahnsinn, wir müssen erstmal links rum. Ich hoffe, der fährt gerade aus. Nein, der Reaktor ist hier. Hier jetzt links lang, Richtung Liech. Da runter geht's jetzt. Über den Bremsen wieder. So, hier geht's jetzt weiter, ein Radweg. Muss man locker durchkommen. Guck, guck. Ja, ist das ein Campingwagen? Ja, ja. Ich habe jetzt 50 Kilometer runter, kurz vor dem Ort Liech. Ja, und hier haben sie ganz schön durchforstet, den Wald, wie ihr seht. Ja, 50 Kilometer haben wir, das ist gut. Mal gucken, wie weit wir heute noch machen. Ja, bis ist jetzt um 2 Uhr. Ja, könnte man eigentlich noch eine Weile fahren, also 2 Stunden könnte ich noch machen. Richtig schöner See, ja. Seht ihr das ein bisschen? Richtig tolle Natur, Wahnsinn. Und da hinten ist gleich die A5 und die Raserei. Wäre ich fast zu weit gefahren, ich muss hier runter. Da hinten ist die Straße. Ja, hier geht der Radweg weiter und guck mal hinten. Richtig schöner See, traumhaft mit Waldhütte.
richtig toll. Könnte man schön übernachten. Zumal das hier neben, so nah neben der Straße ist, das werden wir jetzt mit. So geht es jetzt weiter hier. Glück gehabt, wenn der mir da unten begegnet wäre, das hätte ins Auge gehen können. Ich bin ein Fahrrad, Wanderer. Grüß dich. Na, wohin bist du des Weges? Das sieht ja auch richtig traumhaft aus. Ort Dresmünzeberg. Kleine Gassen. Ruhiger Ort. Die Autobahn. Ich hätte eben abbiegen müssen. Scheiße. Wir haben jetzt schon die ersten 65 Kilometer geschafft. Ja, die zweiten machen wir auch noch. Nee. Machen wir nicht. Ich fahre gleich noch 10 Kilometer. Schauen wir mal. Je nachdem, wie wir was für eine Stelle ich zum Übernachten finde, bringen wir schon mal ein Auto hier. Seht ihr, da hinten kommt es. Ja, aber ist langsam gefahren. Okay. Ja, hier schöne Natur, kleine Hügelchen. Ja, und akkutechnisch sieht es gut aus heute. Wir haben noch 54 Volt jetzt unter Last, fahre jetzt mit 400 Watt. Ja, das liegt daran, dass immer mal die Sonne durchkommt. Auf der Karte gesehen, dass hier ein Radweg lang geht und den fahren wir auch lang. So ein bisschen anders fahren, seht ihr das hier? Hier geht er lang. Aber wie fällt das an hier? Können wir einfach mal gucken hier, wie es hier lang geht. Das ist mal nicht ganz so ähnlich jetzt hier. Seht ihr ja selber hier. Guckt euch das an. Jetzt geht es ja gerade, aber eben, das war schon heftig. Mal gucken jetzt hier. Und ganz schön Löcher. Da ist die Autobahn. Und wir fahren jetzt hier parallel hier diesen Schotterweg weiter. Jetzt geht es hier ganz schön berghoch, Mensch. Uiuiui, mal gucken, ob ich das schaffe. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe schon hier den leichtesten Jan. Ui, fängt es hinterher schon an durchzudrehen. Hört ihr ja. Ihr seht, Finger eindeutig zu schwer. Also, haben es gleich geschafft. Zweite Puderpause und es gibt erstmal ein Bananchen. Ja, das Tolle an solchen Stellen ist, oder an solchen Radwegen ist, man findet natürlich hier leichter eine gute Übernachtungsstelle, als wenn man nur Straße fährt. Hier ist doch schon mal richtig traumhaft. Schaut euch das an, diesen schönen Laubmischwald. Das sieht doch mal herrlich aus. Guckt euch das an, hier steht so eine Kiefer. Sieht mal cool aus, wie das in Spanien steht. Hier am Liegerad kommen jetzt zum Akku 2 Ampere. Ja, jetzt kommt natürlich eine Wolke. Also es waren eben so 110 Watt, die reinkamen. Seht ihr ja, 3,4, 3,5, 3,7, 3,8, fast 4 Ampere, das wären ja, über 200 Watt. Mal Gänse, Hühner und hier noch ein Pferd. Oh, der hört ab. Beziehungsweise ist hier der Ort Södel. Ja, da kommt doch gleich ein See. Mal gucken, was wir da machen. Da sieht man, hier kann man sogar frische Eier kaufen. Der Ort Södel. Ich fahre 20 hier hinten bergab. Dann gleich kommen wir wieder auf den Radweg. Oh, guck mal, hier kommt jetzt ein schönes kleines Fachwerkhäuschen. Sieht aber leerstehend aus, doch mal. Also was sucht, ist genau richtig. Na, hinter mir so eine Wessi-Knatterschäse. Ich habe keinen Dampf. Ich habe keine Simi. Das soll sich gefälligst eine Simi kaufen. Mann, da kommt doch nichts. Grüß dich. Ja, verstanden. Ich fahre jetzt parallel zur B455. Habe jetzt beschlossen, nur noch Radweg zu fahren, denn hier ist wieder einer. Ja, dann ist hier gerade Berufsverkehr, Straße 4. Und 10 Kilometer wollen wir noch machen. Das Wetter ist schön, ich habe Lust. Jo. Jetzt fahren wir noch über die Bahngleise hier. Hier geht's weiter. Und wir fahren nicht nach Friedberg, sondern hier. Reichelsheim, Beckesheim. 2 Kilometer, da fahren wir jetzt rein. Neuer Ort, neues Glück. Ja. Jetzt kann wieder Ort heißt. Auf jeden Fall gibt es einen Bahnhof. Fahren wir gerade rüber hier. So, da kommt der Zug lang. Ich fahre gerade noch mal über die Schienen. Oh, komm hoch hier. Ja, musst du noch mal rumfahren hier. Jetzt sind wir auf dem Radlweg. Schaut euch das an, sieht gut aus. Ah, drüben waren wir eben.
schon sind wir hier. Wunderbar. Übrigens, ein Engel auf Erden hat eben abgesagt, und zwar der Joachim, der wollte heute auch vorbeikommen, aber ist irgendwie schon zu Hause und ich bin schon zu weit weg. Ja, ich habe Gas gegeben heute, Joachim, wo es eigentlich noch geht. Wir haben ja schon ganz andere Strecken gemacht. Ja. Jetzt haben wir 80 Kilometer. Das Waldgebiet da hinten, was ihr seht, das ist mein Tagesziel für heute gewesen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das erreiche. Ja, die Stadt davor, das ist Flörstadt. Hört, jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Und ja, mal gucken, wo ich mich hinhaue, ob ich hier auf dem Acker bleibe, weil hier kann ich natürlich gut Solarenergie nachtanken. Ja, schauen wir mal. Auf dem Acker war keine gute Stelle. Jetzt gucke ich mal noch ein Stück weiter hier. Ich muss erstmal jetzt hier eine Ampel warten. Da drüben ist das Fußballstadion. Irgendwie komme ich nicht hin. Und zu viel Power im Tor. Ach, hier ist auch ein Tor. Komme ich auch nicht lang. Hey, die kann hier stehen bleiben. Ich kämpfe mich gerade noch ein bisschen durch den Wald, alles ganz schön überflutet hier teilweise. Ja, seht ihr hier, alles matschig. Boah, guckt euch das an. Vom Weg abkommen darfst du hier nicht, den versinkst du im Morast. Wahnsinn. Hier vorne kommt jetzt eine Lichtung, mal schauen, ob wir uns da hinhauen können. Ihr hört der Motor. Jault, jetzt steil nach oben. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück hier auf der Stelle. Kommt der Acker. Nicht so dolle. Mit dem Auto scheint hier auch wieder lang zu fahren. Hier kämpfe ich mich jetzt gerade nach unten wieder. Hier bin ich auch gerade nach oben gefahren. Das ist ein ganz schöner Geländeweg hier gewesen. Ich bin jetzt heute genau hier. Es ist auch mit dem Wohnwagen manchmal nicht so einfach, eine gute Stelle zu finden. Oh, guck mal, Mountainbiker. Jetzt ist ein Bär. Der Bartdengel. So, hier bleibe ich jetzt. Ist natürlich total Schatten. Solar kommt da gar nichts mehr. Guck mal, das Ding ist sogar schon aus. Der Regler. Ja, okay. Ich richte mich jetzt hier erstmal ein. Hunger habe ich natürlich auch gewaltig. Ja, wir sehen uns nachher im Waren. Oh, ich habe vergessen, den Bettkasten vorhin zuzumachen. Na ja, gut. Hat ja halt die Halterung. Auch gut. Hier gibt es jetzt erstmal ein ersten Käffchen. Ja, wir haben es auch mittlerweile um 17.30 Uhr, draußen noch 16 Grad. Ja, und schaut mal, ich stehe richtig fantastisch hier. Kann zwar nicht Akku nachladen, aber herrlicher Laubwald. Da mache ich richtig toll aus. Hier ist jetzt der erste Kaffee fertig. Das wird doch Zeit. Ja, ich habe nämlich echt Hunger. Ich bin jetzt total durchgefahren, habt ihr mitbekommen. Pullerpäuschen gemacht und zwei Bananen gegessen. Ein paar Riegel, das war's. Ja, naja, gucken wir noch mal, wie viele Kilometer das waren. Aber wie gesagt, hier gibt es jetzt erstmal was zu essen. Guck mal, schöne Käsebämme habe ich. Diese Wurst von gestern. Ja, ich lasse es mir erstmal schmecken hier. Und schaut mal, ich gönne mir jetzt hier noch einen schönen Apfelsaft vom Fahrradwohnwagentreffen in Kassel. Ja, da habe ich noch ein paar Flaschen. Da war so viel über. Ja, ein bisschen mal austrinken, weil das ist nämlich, das wiegt alles hier, deswegen komme ich die Berge nicht hoch. Ich habe drei oder vier Flaschen davon mit, das sind ja schon vier, ja zwei Kilo plus die Flaschen, also sagen wir mal bestimmt drei Kilo. Also heute gibt es Apfelsaft. Ihr müsst hier ein Reh rübergegangen, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mich gar nicht bewegt und das hat immer hergeguckt durch ganz leise sein. Wahnsinn, da ist es. Seht das da hinten? So, es ist mittlerweile 8:45. Ne? Ich mache mir mal den nächsten Kaffee. Dann gucken wir gleich nochmal auf der Karte, wo ich jetzt bin und wo ich morgen hin will und wo ich lang gefahren bin. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja, kommt, setzt noch ein bisschen Wasser hier auf.
Und dann gibt es noch eine Tagesauswertung. Jetzt hinter dem Ort Florstadt, richtig dahinter. Ich bin nämlich von hier gekommen, also nördlich davon. Ich zeige es euch mal. Ich bin von hier gekommen, wie gesagt, von Gießen. Weißkirchen bin ich lang. Da war so viel los vorhin. Davor ging es, da bin ich hier rechts von Marburg lang gefahren. Das war alles kein Problem. Morgen möchte ich denn hier von Florstadt runterfahren auf Radwegen. Dann hier durch Frankfurt-Main fahren. Bei Bischofsheim, da geht es denn über den Main. Der Main müsste es sein. Irgendwo hier rüber geht es. Irgendeine Brücke. Ich weiß nicht, ob es die kleine hier ist oder die größere hier. Müssen wir mal schauen. Und dann gucke ich mal, dass ich mich hier irgendwo hinhaue im Wald da. Das werden wir dann morgen sehen. Gesamtfahrstrecke 450 Kilometer schon. Ey, Wahnsinn. Wie sich das zusammenleppert, das ist immer wieder unfassbar. Also Tagesstrecke waren heute 90 Kilometer, gute 90 Kilometer. Also ab da oben, wo wir an den Tennisplatz da, oder Golfplatz. Fahrzeit waren 4 Stunden und 37 Minuten. Temperatur jetzt 13 Grad hier drinnen. Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, war ganz schön schnell, 17,7 Kilometer die Stunde. Durchschnittsgeschwindigkeit, also richtig gut. Jo, okay, das waren die Daten für heute. Und ich habe eine kleine Planänderung. Also der neue Plan sieht jetzt erstmal so aus, dass ich den Oliver besuche bei Darmstadt. Vielleicht treffen wir uns da irgendwo, wo er wohnt. Und dann mache ich mit ihm noch eine kleine Runde. Er guckt, wo da eine schöne Lokalität ist. Und da fahren wir nach hin mit dem Wohnwagen. Mal gucken, ob er seinen auch mitbringt. Bin ich mal gespannt. Wäre eigentlich cool. Könnten wir da irgendwo denn auch pennen? Das wäre ja richtig geil. Okay, meine Lieben, das soll es jetzt mit dem Teil der Deutschlandtour gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaltet wieder rein. Fahrt selber raus. Wetter ist jetzt gut. Es war ab und zu noch ein bisschen kühl. Ich glaube, die Woche soll es hier auch noch mal runtergehen. Bis auf 2-3 Grad in der Nacht. Also Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, selber rausfahren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Euer Enduro-René.